Hey Leute und willkommen zu dem kleinen Let's Play. Ich habe schon mal ein bisschen angefangen und habe mir dann gedacht, da könnte man doch so ein Let's Play draus machen, was so ein bisschen mit Entwickeln zu tun hat, deswegen hier auf dem MS-Dev-Kanal. Und ja, ich habe jetzt erstmal die ersten drei Level hier gespielt. Erstmal, um was geht das Spiel? Das geht halt darum, sich zum Ziel zu programmieren und ein bisschen Programmieren dabei zu lernen und mal gucken, wie weit ich hier mit meinen Anfängerkenntnissen komme. Und ja, dann spielen wir jetzt das vierte Level, müsste es sein. Okay, jetzt müssen wir hier noch einen Feind wahrscheinlich besiegen dabei. Okay, jetzt holen wir uns erstmal die Edelsteine. Dafür müssen wir erstmal geradeaus. Also Hero Move Right. Dann, nachdem wir den Punkt erreicht haben, noch einmal Hero Move Right und dann Hero Move Left. Aber wie kommen wir dann da runter? Ja, erstmal gucken, wie das hier so aussieht. Move right, move right. Move right. Move right. Ah, move left. Hero has been slain. Better delete your last line of code and try again. Okay. Wie können wir dem aus dem Weg gehen? Das heißt, der greift uns an. Also wir müssen vor dem ankommen. Oder so, dass er uns nicht sieht. Also müssen wir außen rumlaufen. Das heißt, wir machen jetzt mal hier nochmal alles weg. Wir gehen einmal Hero Move Right, dann Hero.Move Up. Übrigens, ich schreibe gerade in der Programmiersprache JavaScript. Man kann da auswählen zwischen noch Python und vereinfachten JavaScript und noch irgendeiner Sprache, die dann fürs Game Development benutzt wird. Aber ich möchte jetzt hier mal allgemein in JavaScript schreiben, weil ich da noch ein bisschen dazulernen will. Und wenn ich schon das Let's Play mache, dann warum nicht? Ne? Dann braucht man Hero Move Right, dann braucht man Hero Move Down, einmal Hero Move Right. So. Move right. Jetzt dürft ihr uns move nicht up. Sehen. Move right. Move down. Move right. Okay, also wir mussten uns einfach nur von ihm verstecken. Dann weiter mit. Ja, jetzt vierte. For the win! So, haben wir noch ein Schwert bekommen. Und spielen. Code Combat. Move right. Greife Brack und Dreck an. Dein Held muss überleben. Sammel den Edelstein ein. Okay. Stell sicher, dass du die Ogre zweimal angreifst. Großschreibung ist wichtig. Okay. Also Hero Attack haben wir auch. Zweimal müssen wir sie angreifen, haben sie gesagt. Also ich nehme mal an, dann müssen wir es einfach zweimal schreiben. Also, hier haben sie schon Move Right. Ah, und dann wartet es und greift zweimal an. Und dann müssen wir wieder Hero Move Right machen und müssen wir Track angreifen. Okay, also ich nehme mal an, dass der dann zu dem läuft. Ach. Zu dem läuft und dann können wir den angreifen. Also Track treffen wir an. Dann soll man ihn nochmal angreifen. Track. Ah, mit E. So, und dann Hero Move. Right, dann müssten wir zum Edelstein kommen. Move right. Mal gucken, ob das so funktioniert. Attack. Move right. Shishua. Attack. Move right. Ah, uns fehlt noch ein Hero Move right. Move right. Attack. Move right. Shishua. Move right. Move right. Okay, fertig. Das Level haben wir auch und wir bekommen wieder XP, aber
kein zusätzliches Item. Egal, weiter. Und da sind wir schon bei Level 5. For the win! Code Combat. So, besiege die Ogre, dein Held muss überleben. Bonus, keine Code-Probleme. Greif jeden Ogre mit Namen an, erinnere dich, jeder Ogre braucht 2 Schläge. Ja, okay. Also, wir müssen sie ja nur besiegen, also Hero Attack Rick. Hero Attack Rick. Frage ist auch, ob wir 2 gleichzeitig angreifen können, aber mal gucken. Attack Gold. Hero Attack Gold. Hero Attack Hack. Und nochmal Hero Attack Hack. So, Code-Probleme haben wir hier keine. Die Kommentare sind richtig okay und ausführen. Attack! Oh, nein, nein, okay, wir sind gestorben. Your hero will need more armor to win this fight. Kaufe die Materie Brustplatte. Ja, sag das mir davor. Haben wir schon so viele? Ja, wir haben 116, also freischalten. For the win! Ausrüsten. What a und nochmal. Code Combat. Attack! Gut, das hat sie jetzt gespeichert. Aber ich möchte mal kurz was ausprobieren, ob wir das nicht machen können. Indem wir hier mal alle auf einmal angreifen. Irgendwie. Also, dass immer mal wieder jeder einen Schlag kriegt. So. Also. Schon fertig. Okay. Ja, egal. Also. Sleeping on the Job. Spielen. Also es geht um Argumente, Strings und grundlegende Syntax. Code Combat. Also besiege die Ogre, sammel irgendwas. Ja, ich denke mal den Diamant und wir sollen doch den Weg hier laufen, alle besiegen. Und müssen sie eigentlich nur besiegen. Okay. Und wie bekommen wir die Tür auf? Und wir können irgendwas sagen. Die schlafen jetzt beide. Das heißt, wir müssen die erstmal aufwecken, oder was? Egal. Achso, hier steht ja. Okay. Through the dungeon to the buttons. Defeat the orcs by attacking them twice. Move to the gem and escape. Also, erstmal. Hero. Move up. Hero move right, hero move right, dann die besiegen, also attack Vera, weil die ja als erstes hier kommt, dann hero attack nochmal Vera, dann hero attack Buzz. Und Hero Attack Bass. Und dann müssen wir wieder Move Right machen. Ich hoffe, das kann so funktionieren. Ich hoffe es mal. Okay, das ging jetzt leicht. Aber wenn die geschlafen haben, haben die nicht mal angegriffen. Okay. Ja, abseil. Hä?
erzähl weiter. For the win! So, hier haben wir noch nichts, also weiter. Code Combat. Ziele, nenne das Passwort und lasse das Verlies. Okay, die meisten Level haben Hinweise. Können dir helfen, wenn du mal nicht weiterkommst. Klicke Next. Okay, Dizirik. Novesty! Dizirik. Okay. Was ist das hier? Zeit abgelaufen. Ja, ich weiß. Du benötigst ein Passwort, um die Bibliothekstür zu öffnen. Das Passwort findest du in der Hilfe. Klick auf den blauen Hilfeknopf unter dem Codefenster, um im Guide zu lesen. Die meisten Level haben einen Guide mit zusätzlichen Informationen, wenn du nicht weiterkommst. Dann klicke einfach auf die Hilfe. Ich weiß jetzt nicht, ob das da ist. Tipps. Okay. Das Passwort für die Bibliothek lautet Hasch. Husch. Okay. Also müssen wir einfach nur hier umändern. Husch. Okay. Ach, wir sollen uns auch noch verlassen. Also, Hero. Move. Right. Dizirik. Novesty! Okay, fertig. Also ich sollte erstmal alles lesen, bevor ich hier irgendwas mache. Feuertanz, Wildschleifen. For the win! Okay, mal gucken, wie sie die einbauen. Code Combat. Move right. Okay, vermeide die Feuerbälle durch das Tanzen nach rechts und links. Nutze eine While-True-Schleife zur stetigen Wiederholung wie folgt. Okay. Hero move right. Achso, ja. Hero move left. Move right. Move left. Move right. Move left. Move right. Move left. Move right. Move left. Okay. Fertig. Sauberer Code, kein Codefehler oder Warnungen. In weniger als 4 Code-Anweisungen erledigt und springe nach links, gehe nach rechts, wiederholen. Ah. Perfekt gemeistert. So, zum nächsten. Das zweite Kit-Labyrinth geht auch wieder um Weilschleifen. Boah, jetzt mal hier schon ganz schön viel. Aber jetzt erstmal nichts kaufen, wer weiß, was wir noch brauchen. Bonus unter 6 Befehle. Das schaffen wir doch, hoffentlich. Nutze eine Schleife Loop, um den Irrgarten zu durchqueren. What a thing! Okay, ja. Also, einmal. Ups. While. Und dann. Sagen wir mal geradeaus. Also, Hero Move. Right. Und Hero Move Up und Hero Move Down. Das wiederholt er dann zweimal und dann sind wir am Ziel hoffentlich. Also Hero Move Down. Okay.